Und jetzt hören wir Frau Dr. Professor Jeanette Hoffmann vom WZB über die Fiktion technischer Steuerung, was die Politik von der Wirtschaft lernen kann. Wissenschaft. Wissenschaft, Entschuldigung. Ist nicht ganz das Gleiche. Ja, vielen Dank für die Einladung, die ich eigentlich ablehnen wollte, weil sie relativ spät kam und ich keine Zeit hatte und weiß ich, auch heute keine Zeit hatte. Und dann hat aber Markus mich mit der Frage überzeugt, was die Politik von der Wissenschaft lernen kann. Angesichts des Umstandes, dass wir gerade 50 Millionen öffentliche Mittel eingeworben hatten für ein neues Internetinstitut, fand ich diese Frage so angemessen und so legitim, dass ich dachte, ja, das sage ich jetzt zu und ich mache mir Gedanken darüber, wie ich selber eigentlich diese Mittel gerechtfertigterweise ausgeben will. Und eine der Fragen, mit denen ich mich schon lange befasse und auch in Zukunft, werde ich jetzt ein bisschen ausführlicher erläutern. Natürlich ist es so, dass die anderen, die in diesem Institut sich betätigen werden, ganz andere Fragen haben, die sie mit öffentlichen Mitteln bearbeiten werden. Mir geht es, und deshalb auch das mit der Fiktion technischer Steuerung, seit Jahren immer wieder um die Frage, wie man sich das Verhältnis von Gesellschaft und Technik eigentlich vorzustellen hat. Konkreter, wie genau ist es denn bestellt um die Verteilung von Handlungs- und Wirkungsmacht zwischen Menschen, zwischen Kollektiven und zwischen technischer Entwicklung? Diese Frage poppt jetzt gerade wieder auf angesichts der Diskussion über künstliche Intelligenz. Ich habe Ihnen hier zwei typische Zitate rausgesucht, die beide aus jüngerer Zeit sind, die aus meiner Sicht demonstrieren, wie die öffentliche Diskussion über künstliche Intelligenz gerade sich aufstellt, nämlich immer oszilliert zwischen, was man nennen könnte, Verherrlichung und Verdammung von Technik. Eine Überhöhung sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Carl Mitchum hat das genannt, die Erlösung und Verdammungsdialektik, die man historisch zurückverfolgen kann zur Einführung von Dampfmaschinen, von Elektrizität, von Nuklearwaffen, der synthetischen Chemie, Computern, digitalen Medien und der Nanotechnologie. Bei all diesen großen neuen Technologien, die Epochen prägen, erleben wir wieder ähnliche Diskussionen zwischen der Seite, die sagt, das führt zur Emanzipation der Gesellschaft, und denen, die davor warnen und sagen, das könnte der Untergang der Menschheit sein. Und ein weiteres typisches Merkmal dieser Debatte ist, dass immer die Einzigartigkeit der Technik behauptet wird. Gerade bei der künstlichen Intelligenz sieht man das jetzt wieder. Elon Musk sagt das auch. KI ist etwas, was sich grundlegend generisch unterscheidet von allem, was wir vorher hatten. Und deshalb ist jetzt begründet, dass der Staat eingreift und reguliert. Mehr, als er das üblicherweise sonst tun würde. Also diese Debatte, die erleben wir immer wieder. Was kann jetzt die Sozialwissenschaft, vor allen Dingen die sozialwissenschaftliche Technikforschung, dabei in diesem Kontext eigentlich beitragen? Erstens meine ich eine Historisierung der Diskussion. Das Bild, das Sie hier sehen von Monet, beschreibt das Aufkommen von der Eisenbahn mit ihren großen giftigen Wolken, vor denen die Menschen Angst hatten, der Gewaltigkeit der Maschine, die da in die Städte rein donnerte, die große Geschwindigkeit. Man muss sich vor Augen halten, dass Ärzte damals gewarnt haben davor, dass Geschwindigkeiten über 30 Stundenkilometer gefährlich für das Gehirn sind, gefährlich auch für die Augen, überhaupt für die Menschheit, und dass davor immer wieder ausdrücklich gewarnt wurde. Es war was Gewaltiges, die Eisenbahn. Sie hat das Leben der Menschen grundlegend geändert, vollkommen neue Koordinationsmöglichkeiten eröffnet, und sie war Tagesgespräch in einem Umfang, den man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Gestern stieß ich auf Postkarten über Eisenbahnunglücke. Postkarten, in denen dargestellt wurde, wie gefährlich diese Technologie war und wie faszinierend sie auch war. Monet hat über Monate immer wieder
Amgar Serlazar diese riesigen Wolken und diese Monstren gemalt und hat sich deshalb extra da ein Zimmer genommen, um das darstellen zu können. Also es geht um eine Historisierung der Diskussion, dass auch wenn die zeigt, dass auch wenn jede Technik natürlich einzigartig ist, unser Umgang damit vielleicht weniger einzigartig ist, sondern eben bestimmten Mustern verfolgt. Und ein zweites Element, von dem ich denke, dass die Sozialwissenschaft beitragen kann, ist eine Reflexion über das Machtverhältnis zwischen Technik und Gesellschaft. Die öffentliche Diskussion zeigt ja, dass wir diesen technischen Erfindungen und ihrer Ausbreitung doch eine erhebliche Handlungsmacht über uns, über unser künftiges Schicksal zuschreiben. Also es geht mir um die Frage nach, was man in den Sozialwissenschaften als Agency bezeichnet, nämlich die Handlungswirksamkeit der Menschen und der Maschinen im Wandel, in diesem Transformationsprozess, den wir auch gerade heute durchlaufen. Ich will mal unterscheiden drei Typen von Antworten, die die Sozialwissenschaften auf diese Frage nach der Agency im Laufe der Zeit immer wieder gegeben haben. Auch diese Diskussion ist inzwischen historisiert worden, die Diskussion in den Wissenschaften über das Verhältnis von Technik, Politik und Gesellschaft. Den ersten Ansatz, den nennt man, der kommt immer so mit so einer einem schlechten Ruf daher, ist der sogenannte Technikdeterminismus, der unterstellt, dass die technische Entwicklung einer Eigenlogik folgt und wir als Menschen diese Eigenlogik entweder fördern, unterstützen oder verbieten können, aber ansonsten diesem Prozess mehr oder minder ausgeliefert sind. Wichtig ist dieser technikdeterministische Ansatz auch deshalb, weil die öffentliche Diskussion über die Digitalisierung diesem Erklärungsansatz doch mehr oder minder unreflektiert folgt. Wenn wir uns die Diskussion über Digitalisierung im Allgemeinen, über Maschinenlernen, Algorithmen und KI angucken, dann sieht man immer wieder, dass dieser Technik eine sehr große Autonomie zugeschrieben wird und wir als Gesellschaft annehmen, dass die über uns kommt und uns faktisch überwältigt. Die Gesellschaft in dieser Diskussion demgegenüber scheint praktisch auf dem Rücksitz dieses technischen Fortschritts zu liegen. Wir gestalten nicht, sondern wir sind ihr ausgeliefert. Wir erscheinen ihr gegenüber als Opfer. Diese Debatte ist vielfach kritisiert worden, vor allen Dingen von denen, die sich eher dem Sozialkonstruktivismus verschreiben. Die These des Sozialkonstruktivisten lautet demgegenüber, dass alle Technik von Menschen gemacht ist und dass es vielmehr die Gesellschaft ist, die der Technik ihr Gepräge aufdrückt. Es gibt also dieser Theorie zufolge keine Eigengesetzlichkeit, eine Autonomie in der Technikentwicklung, sondern es gibt mindestens verschiedene Entwicklungspfade, die sie nehmen kann. Und zwischen diesen Pfaden können wir wählen. Es gibt auch Ingenieure sogar, die dieser Theorie anhängen. Vint Cerf hat letztes Jahr einen Artikel über die Geschichte des Internets veröffentlicht, wo ihr sogenannte Forks in the Road unterscheidet, also Weggabelungen, an denen die Entwicklung der digitalen Netzarchitektur sehr unterschiedliche Pfade hätte einschlagen können und dass es eben nicht die Technik selbst ist, die solche Pfade wählt, sondern wir als Nutzer, als Regulierende, auch als Unternehmen, die investieren in Technik, entscheiden darüber, welche Entwicklung die Technik nimmt. Beide diese Ansätze sind wiederum von dem dritten, den ich hier jetzt mal als interaktionistischen bezeichnet habe, der aber häufig als pragmatischer Theorieansatz beschrieben wird. Sie sind kritisiert worden dafür, dass sie überhaupt eine Unterscheidung zwischen Technik und Gesellschaft einführen und an dieser festhalten. Der interaktionistische Ansatz geht davon aus, dass eine Unterscheidung zwischen Technik und Gesellschaft oder Technik und Politik als solcher verkehrt ist und dass man vielmehr von einem Ensemble ausgehen sollte, von etwas. Bruno Latour hat mal gesagt,
Technology is society made durable, will sagen, hier werden soziale Verhaltensweisen, Erwartungen, Normen, Werthaltungen werden in technischen Artefakten gehärtet und, wie er sagen würde, geblackboxed. Sie erscheinen uns nicht mehr als Entscheidungen oder als Werthaltungen, sondern als normal. Und diese Schule möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen ausführlicher vorstellen, weil sie auch für meine eigene Forschung in der nächsten Zeit wichtig sein wird. Ich stütze mich hier auf jemanden, der heißt Benjamin Seibel, der hat zum Thema der pragmatischen Technikforschung promoviert und arbeitet jetzt offenbar in Berlin bei der Technologiestiftung. Der schlägt vor, Herr Seibel schlägt vor, Technik nicht als was Gesondertes, was außerhalb der Gesellschaft sich Befindliches zu verstehen, sondern als mediale Struktur, die wiederum Möglichkeitsräume für gesellschaftliches Handeln eröffnet. Also Technik ist seiner Meinung nach ein Möglichkeitsraum für instrumentelles Handeln. Das wiederum instrumentelles Behandeln besagt, dass wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen will, dann vollziehe ich gewisse Operationen und kann ziemlich sicher davon ausgehen, wie die Reaktion dann ist. Wenn ich mit einem Hammer auf einen Nagel schlage, weiß ich, wenn es ein Stück Holz ist oder sowas, das. Ah, wie schade. Okay, wenn ich mit einem Hammer auf einen Nagel schlage und der Nagel auf einem Stück Holz aufsitzt, weiß ich, was passiert. Ich kann mich darauf verlassen. Und diese Art der Planbarkeit, der Erwartbarkeit von Reaktionen, das ist, was Technik ermöglicht im Rahmen von instrumentalen Handelns. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, benutzt Herr Seibel verschiedene Beispiele, die ich ganz instruierend fand. Das erste Beispiel, was er vorstellt, ist die Sprache. Er sagt, wir leben in der Technik, wie wir in der Sprache leben. Wer kommunizieren will, muss sich ihren Regeln und ihren Bedingungen unterwerfen. Das heißt, mit unserem Spracherwerb erwerben wir auch eine gewisse Art von Regelstruktur und von Rationalität, die sich im Sprechen formuliert, ausdrückt. Was er sagen will, ist, dass die Sprachtechnik und das menschliche Kommunizieren ein und die gleiche Sache sind und überhaupt nicht unterschieden werden können. Das heißt, mit dem Erwerb, mit dem Aneignen einer Technik wird sie Teil unseres Handelns. Technik in dem Fall ist natürlich nichts Statisches. Sprache entwickelt sich immer weiter und wir nehmen daran teil. Aber das Wesentliche ist, und deshalb ist das so ein instruierendes Beispiel, die Entwicklung von Sprache lässt sich von niemandem steuern, weil sie sozusagen ein kollektives Gut ist und auch die Einflüsse auf die Entwicklung von Sprache verteilt sind. Jeder nimmt daran teil, indem er mit der Sprache kreativ verfährt. Gleichwohl, und das ist ein weiteres, deshalb auch ist die Sprache ein gutes Beispiel, lässt sich natürlich Sprache in gewissem Umfang regulieren. Wir haben gerade in Deutschland eine ganze Reihe von Regeln, die man schon in der Schule erlernt. Wir haben Gesetze, wir haben Kommissionen, die über die Weiterentwicklung der Regeln, der Grammatik entscheiden, der Rechtschreibung. Und wir haben sowas wie Routinen, Erwartungen und den Duden, der uns in Zweifelsfragen weiterhilft. Das heißt, die Entwicklung der Sprachtechnik ist institutionell gerahmt. Die ist nicht völlig freifloatend, sondern in fast jedem Land wird Wert darauf gelegt, den Wandel von Sprache institutionell so einzufassen, dass sie nicht völlig aus dem Ruder läuft. Das heißt, Technik in diesem Sinne ist etwas, an dem sich alle Menschen beteiligen, auf das alle Menschen Einfluss nehmen. Und insofern kann niemand sie individuell steuern. Es gibt niemanden, der den Wandel von Sprache aufhalten kann, aber es gibt natürlich Varianz. In Frankreich hat man viel größere Anstrengungen unternommen, Anglizismen in der Computerentwicklung zu übersetzen. Der Computer ist der Ordinateur, E-Mail ist Courier. Also
dort ist, ist großer Wert darauf gelegt worden, stärker zu regulieren. Insofern, man kann regulieren, aber man kann nur in Maßen regulieren und man wird in verschiedenen Ländern unterschiedliche Typen oder auch Regulierungsintensitäten sehen. Das zweite Beispiel und deshalb die Uhr hier, das Seibel anwendet, das ich sehr schön fand, ist die Entstehung von automatischen Turmuhrwerken in der frühen Neuzeit. Wiederum eine epocheprägende Technologie, die vollkommen neue Möglichkeitsräume für Gesellschaften eröffnet haben, weil plötzlich Koordinationsmöglichkeiten da waren, die es vorher nicht gab. Man konnte das Handeln von Menschen zeitlich aufeinander abstimmen in einem Umfang, wie es das vorher nicht gab. Die Uhr, sagt Seibel, erzeugt eine Möglichkeit der Gleichförmigkeit, die es so vorher nicht gab. Es gibt Gleichförmigkeit, es entsteht die Möglichkeit von Präzision und von Effizienz. Und der Clou in diesem Fall jetzt ist, dass diese technischen Möglichkeiten sich als Werthaltungen, sogar als politische Ideale nachweisen lassen in der Diskussion von Staatlichkeit und Regierungshandeln. Das Uhrwerk ist sozusagen zum Modellfall geworden, an dem sich die politische Diskussion darüber, was der Staat tun soll und nicht tun soll, orientiert hat. Hobbes hat das aufgeschrieben, dass das Staatswesen so reibungslos funktionieren soll wie ein Uhrwerk. Und die Menschen, das Verhalten der Menschen im politischen Kontext sollte entsprechen einem Räderwerk, wo ein Rad faktisch ein Räderwerk in das andere greift. Wir finden das heute noch, diese Metapher von der Reibungslosigkeit wie ein Uhrwerk. Die ist sozusagen infolge dieser technischen Möglichkeiten entstanden. Und was Seibel uns hier wieder zeigen will, ist, dass technische Möglichkeiten sich übersetzen in politische Vorstellungen, in gesellschaftliche Ideale von Präzision, von Effizienz und damit neue Möglichkeiten auch von Produktivität am Horizont aufbauen. Erschienen sind, die positiv oder natürlich auch negativ übersetzt waren. Ich bin sicher, auch beim Uhrwerk werden sich Diskussionen finden, die diese Technik verherrlicht oder verdammt haben. Beide Beispiele zeigen uns, dass wir als Menschen über die Technik nicht steuernd verfügen, sondern dass wir gewissermaßen in ihr leben, wie wir in der Sprache leben. Wer sie nutzen will, verschreibt sich gewissermaßen ihren Regeln und eignet sie sich an in einem Umfang, dass sie uns fast als Natur erscheinen und nicht mehr als Technik. Wir erleben die Sprachfertigkeit unserer eigenen nicht als Technik, sondern eher als kreativen individuellen Ausdruck, vor allen Dingen dann, wenn wir schreiben. Insofern kann man auch im Zeitverlauf sehen, dass die Aneignung von Technik und die Weiterentwicklung mit einhergehen mit einem gewissen Normalisierungsprozess. Dieser Normalisierungsprozess bedeutet, dass unsere Erwartungen, unser Handeln immer stärker geprägt wird durch eine Technik, die wir uns angeeignet haben und die normal geworden ist. Das heißt, dass Techniken, die uns am Anfang, wie die künstliche Intelligenz, als was sehr Großes und Unbeherrschbares erscheinen, im Umgang mit ihr, im gesellschaftlichen Umgang mit ihr, einen gewissen Normalitätsgrad erreichen. Und das jetzt mal bezogen auf die Regulierung von neuen Techniken, will ich nochmal zusammenfassen. Epochale Technologien, die wir vor uns haben, die wir noch nicht kennen, wie heute Machine Learning und künstliche Intelligenz, erscheinen uns alle als etwas Einzigartiges, als was Fremdes und Bedrohliches und Unbeherrschbares. Sie wirken als etwas, was der Gesellschaft fremd und äußerlich ist und somit als etwas Nicht-Soziales wahrgenommen wird. Aber in dem Maße, wie wir diese Technik uns aneignen, wie wir erkennen, dass sie anschließt an die Techniken, die wir schon nutzen und die uns vertraut erscheinen, verlieren
auch Techniken wie künstliche Intelligenz ihre Fremdheit und werden Schritt für Schritt sozusagen eingemeindet in unser Alltagshandeln und werden auch neu konnotiert. Ich weiß nicht, wer das zufällig gehört hat. Letzte Woche gab es morgens im Deutschlandfunk einen Bericht über die Einführung des Farbfernsehens, was sehr zögerlich passiert ist und über viele Jahre Nachrichtensendungen ausgespart hat. Farbfernsehen galt als was Befremdliches, was Nachrichtensendungen ihre Ernsthaftigkeit, ihr Gewicht und ihre Bedeutung nehmen könnte. Deshalb ist die Nachrichtensendung, die Tagesschau und Ähnliches über lange Zeit in Schwarz-Weiß ausgestrahlt worden. Und auch Tageszeitungen haben lange Zeit gezögert damit, ihre Illustrationen in Farbe zu zeigen. Es war etwas, was nicht zusammengebracht werden konnte mit Nachrichten politischer Natur. Insofern wurde dieser Fremdheitsgehalt über lange Zeit gegenüber der Politik aufrechterhalten. Farbfernsehen, das war Unterhaltung, aber nichts Wichtiges, Ernstes. Und solche Prozesse, die kann man historisch ganz schön beobachten. An der Eisenbahn, Farbfernsehen, allen möglichen kann man das sehen, wie wir anfangs fremdeln und uns dann allmählich damit anfreunden. Aber man kann es natürlich nicht beobachten mit Blick auf die Zukunft. Und dafür, denke ich, ist der historische Blick auf technischen Wandel gut, weil er uns zeigt, dass wir angesichts neuer Technologien immer wieder ähnlich reagieren und wir immer wieder vergleichbare Normalisierungsprozesse durchlaufen. Normalisierungsprozesse, bei denen sich vor allem auch unsere Rationalität, unsere Erwartungshorizonte verändern. Der Technikphilosoph Hubig sagt, jenseits unserer praktischen Weltbezüge, die wir technisch realisieren, können wir uns keine Welt vorstellen. Wenn man sich das mal jetzt übersetzt auf unseren Umgang mit digitalen Medien, wird unmittelbar klar, was das bedeutet. Das Digitale ist Bestandteil unseres Weltbezugs geworden und wir können uns diesen Weltbezug außerhalb des Digitalen heute nicht mehr vorstellen. Und an diesem Beispiel, meine ich, kann man nochmal erkennen, wie stark Technik in unser Alltagshandeln integriert ist und dass man deshalb auch nicht von einer Trennung zwischen Technischem und Sozialem ausgehen sollte. Was bedeutet das nun, und das ist mein letzter Punkt, für Regulierung? Ich wiederhole nochmal, was man an dem Beispiel Sprache ganz gut sehen kann, ist, dass Regulierung nicht übersetzt werden kann mit einer Top-Down-Steuerung, also dass ein Akteur und sei er auch noch so mächtig unseren Umgang mit Technik, unsere Aneignungsprozesse komplett steuern kann. In den meisten Fällen verläuft die Aneignung und damit auch die Prägung von Technik als ein verteilter Prozess, an dem alle Menschen, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, dran teilhaben. Wir alle regulieren Technik mit durch unseren täglichen Umgang damit. Es gibt Ausnahmen. Natürlich gibt es bestimmte Technologien, die man verbieten kann. Wir schaffen gerade zum Beispiel die Atomkraft in diesem Land ab. Aber man kann auch sehen, was für eine unheimliche Anstrengung das ist, eine Technik abzuschaffen oder die Einführung einer Technik zu verhindern. Das Verhindern, das Abschaffen von Technologien ist immer eine gesellschaftliche Möglichkeit, aber es ist die Ausnahme. Wir finden das nicht oft. Wir haben das zum Beispiel bei der Embryoforschung gesehen. Da hat es lange, lange, lange Debatten gegeben, die immer wieder auch neu aktualisiert werden mussten. Also es ist möglich, das zu tun, aber es ist nicht sozusagen der Modellfall von technischem Wandeln. Es ist sozusagen ein Extremfall von Regulierung technischen Wandels. In den meisten Fällen ist es eher so ein verteiltes System, wie man das bei der Sprache sehen kann. Kommissionen, Normen, informelle Normen, formelle Normen, ein paar Gesetze, die alle zusammenwirken und die wiederum kulturell geprägt sind in dem Sinne, dass unsere Nachbarländer das hier und da anders handhaben als wir. Also planvolle Steuerung schon deshalb nicht, weil in der Regel ein Akteur die Macht gar nicht hat, aber auch, weil fast alles Intervenieren in Technik unerwartete Nebenwirkungen erzeugt, die wir selber gar nicht übersehen können. Steuerung nicht und planvolle Steuerung, glaube ich, schon gar nicht. Fazit: Was kann die Politik von der Wissenschaft
lernen. Einerseits meine ich ein Verständnis von Technik, dass es nicht nur als Tool, als Instrument wahrnimmt, sondern als Medium, das alles individuelle und gesellschaftliche und damit auch politische Handeln durchzieht. Also ein Technikverständnis, das auf die Dichotomie zwischen Technik und Gesellschaft bewusst verzichtet. Auch wenn das schwer ist, das umzusetzen. Ich tue mich auch schwer damit, das umzusetzen. Und dieser Vortrag ist ein erster Versuch, sozusagen das zu übersetzen. Dann zweitens meine ich ein Konzept verteilter Regulierung, das insofern bescheidener ist, als dass es erst gar nicht die Erwartung weckt, wir könnten hier irgendwas steuern, sondern man kann institutionell Rahmen, man kann versuchen, bestimmte Entwicklungen auszuschließen, auch wenn nicht immer sichergestellt ist, dass das auch funktioniert. Und schließlich, das ist für mich ganz wichtig, auch eine normative Perspektive, die angesichts dessen, was ich gesagt habe, die Frage nach gesellschaftlicher Selbstbestimmung vor dem Horizont eines permanenten technischen Wandels zum Forschungsproblem erklärt und nicht einfach als Gesetz annimmt. Wir müssen uns immer wieder neu überlegen, was gesellschaftliche demokratische Selbstbestimmung genau bedeutet, angesichts der medialen Veränderungen, die wir vor uns haben und an denen wir teilhaben. Zu guter Letzt die Frage, wer steuert hier wen? Aus meiner Sicht ist das eine falsche Frage. Dankeschön.